wünschen? Ich wollte gern zu meinem Vater. Ist der da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin für den Empfang zuständig. Ich bin hier der neue Sicherheitschef. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es Ihrem Vater heute nicht besonders gut geht. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass Sie ihn gerade jetzt besuchen möchten. Vielleicht versuchen Sie es zu einem anderen Termin nochmal. Das haben Sie zwar gerade sehr schön gesagt, aber jetzt hören Sie mir mal zu, Sie aufgeblasener Butler. Ich möchte trotzdem zu meinem Vater. Ich bitte Sie, sich in Ihrem Ton zu zügeln. Ich will jetzt sofort zu meinem Vater. Jetzt lassen Sie mich hoch. Gut, ich denke, ich kann mal eine Ausnahme machen. Bevor Sie hier schreien und den Ruf des Hauses beschmutzen, lasse ich Sie zu Ihrem Vater vor. Er wird Sie also dann empfangen. Ich bitte Sie, hereinzutreten. Ganz gut, super. Ganz schlecht, ist nicht so gut. Ganz, ganz schlecht. Er ist mal wieder vom Dach gesprungen. Was, Papa, du bist vom Dach gesprungen? Ja, ich bin doch der Superman. Papa, du bist kein Superman. Komisch, das meinen die Ärzte auch. Weißt du, sie meinen, ich bin geistesgestört. Papa, du bist nicht krank. Du hast nur ein bisschen viel Fantasie. Hoffentlich stimmt das auch. Lassen Sie sich nicht hängen. Ich bin doch der Superman. Als ich damals vom Dach gefallen bin, das lag nur daran, weil ich so gut gegessen hatte. Die Schwerkraft, du verstehst? Ja. Auf jeden Fall. Also. Töchterchen, komm mal her. Weißt du, die Ärzte und die Pflegerin und die Butler, die sind alle ganz böse zu mir. Ach, das glaube ich nicht. Die meinen es doch nur gut mit dir. Der Butler da, der hat mein gutes Superman-Kostüm da hinten im Schrank dort ganz versteckt. Papa, der will dich nicht ärgern. Der will doch nur dein Bestes. Nein, der ist blöd. Ja. Herr Graf, jetzt seien Sie doch vernünftig. Sie wissen doch selbst ganz genau, wenn Sie es mal zugeben, dass das nicht stimmt. Das stimmt wohl. Der arbeitet bestimmt für Batman. Heutzutage der Konkurrenzkampf, das ist gar nicht so einfach. Herr Graf, ich glaube, es ist dann mal wieder Zeit für Ihre Beruhigungstablette, damit Sie auch schön schlafen. Wenn Sie meinen... guck mal da! War da jetzt was? Nein. So, Papa, ich muss jetzt auch wieder los. Ich habe nämlich auch noch einen Kampf gegen das Böse zu bestehen. Was? Kampf gegen das Böse? Das geht nicht. Nimm mich mit. Komm, nimm mich mit, schnell. Beruhigen Sie sich. Ja. Legen Sie sich mal hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Ich muss doch hier meinen Einspruch erheben. Gehen Sie zurück ins Bett. Mit Verlaub, jetzt seien Sie doch vernünftig. Herr Graf, nein! Papa, was machst du denn da? Ich hab meine Superkräfte wieder. Ba, 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 ba. Na, wenn das so ist, dann lass uns gehen. Sieh mal da! Was ist damit? Hier, das sind Meinungsverstärker. Ich brauche sie ja nicht. Ich habe ja meine Superkräfte. Aber du kannst sie gut gebrauchen. Hier, nimm das auch noch dabei. Papa, ich weiß nicht. Dann komm, Kind, lass uns dein Problem beseitigen. Sag mal, mein Schatz, was suchen wir eigentlich? Wir suchen einen verrückten Arzt, der baut unschuldige Menschen zu Exhibitionisten um.